Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie am einfachsten den Spam tatsächlich erkennen können. Kommen wir also dazu, den Spam jetzt zu erkennen. Es ist halt wichtig, dass man weiß, was tatsächlich Spam ist. Wenn man jetzt viele Verweise ausschließt, kann es unter Umständen dazu kommen, dass man etwas ausschließt, was jetzt gar kein Spam ist. Deswegen ist es wichtig, dass man sich mit seinen Google Analytics-Daten beschäftigt und erkennt, was davon tatsächlich Spam ist. Dafür wechseln wir einmal zu Google Analytics. Und das Erste, was Sie bitte tun, ist, oben rechts einen längeren Zeitraum auszuwählen. Das sind jetzt hier nur 10 Tage etwa. Wir wählen uns jetzt einen Zeitraum von über einem halben Jahr aus. Ich mache den 1. Januar hier raus und lasse mir die Daten anzeigen. Insgesamt sehen wir jetzt, dass wir 24.500 Sitzungen etwa hatten und tagtäglich waren das so roundabout 100 Sitzungen, die wir hier verzeichnen konnten. Davon wird vieles Spam sein. Und jeder Spam, der auf unserer Seite ist, hinterlässt also Daten. Und diese Daten gucken wir uns jetzt genauer an. Als Erstes gucken wir uns den hinterlassenen Hostname an und gehen dazu auf Akquisition, alle Zugriffe und Channels. Hier sehen wir jetzt die verschiedenen Channels und wir möchten jetzt als sekundäre Dimension uns den Hostname anzeigen lassen. Und ich klappe mir jetzt alle aus, wir sehen hier 40 Stück insgesamt. Lass mir alle anzeigen. Und wir sehen jetzt hier sind als Referral Hostname ist forwebmasters.org hinterlegt. NotSet, das ist ein ganz klassischer Hinweis dafür, dass es hier sich um Spam handelt. Google.ru, lom.co. Hier sollten in erster Linie nur die Webseiten stehen, die zu Ihnen gehören. Also Vanguard und Partner.de wäre also ein gültiger Hostname. Dann haben wir als Nächstes www.wengroth-und-partner.de, wengroth-und-partner.portfolio und dann .com könnt ihr auch noch stehen. Das wären halt Hostname, die hier stehen können. Für internationale Kunden bzw. Webseiten könnte man natürlich auch translate.googleusercontent.com hier stehen lassen, google.fr, sofern es hier bei sich um Webseiten oder Hostname handelt, die für Sie interessant sind. Das müssen Sie halt selber abwägen, was hier steht. Für nationale Unternehmen und Webseiten ist das ausreichend, wenn hier Ihre eigenen Webseiten hinterlegt sind. Nun, wenn wir dann später den Filter anwenden, ist es also wichtig, dass Sie das vorbereiten. Es gibt bei dem Hostname-Filter später zwei Möglichkeiten, wie Sie das machen. Zum einen über einen gültigen Hostname-Filter. Das heißt, Sie schreiben hier erstmal alles raus, was für Sie als Hostname gültig ist, also Ihre normale Domain mit allen verschiedenen Variationen, die Sie halt im Web hinterlegt haben. Und das zweite wäre die ungültigen Hostname, dass Sie also alle rausfiltern, die ungültig sind. Wir empfehlen, dass man hier den gültigen Hostname-Filter verwendet, denn dadurch haben Sie später keinen Aufwand, immer wieder weitere ungültige Hostname zu hinterlegen, sodass man einmal einen Hostname-Filter hat, den man nur anpassen muss, wenn man zum Beispiel einen Domainwechsel hat oder eine neue Domain hinzukommt. Damit haben wir hier schon mal den ersten Schritt abgearbeitet, dass wir den Spam erkennen und gehen zum zweiten, nämlich zum Punkt Verweise, wo wir uns die Referrals mal direkt anschauen. Hier sehen wir, woher die Referrals überhaupt kommen, aus welcher Quelle. Insgesamt sind es 477, die lassen wir uns auch wieder alle anzeigen. Und man erkennt hier oben schon, das sind knapp 11.700 Sitzungen. Das sind 48% vom Gesamtwert, den wir hier oben in unseren Daten haben. Es ist also wirklich schon eine sehr große Masse, die aus Verweisen kommt. Und wenn man die Liste jetzt durchgeht, sieht man schon als Beispiel, dass Vengroth und Partner-Portfolio.de macht knapp 7% aus. Das ist ein Verweis, den möchten wir natürlich haben. Jetzt haben wir hier den bekannten Spammer CMOD. Die machen auch knapp 6% aus. Das ist Spam. Buttons for Website, auch ein bekannter Spammer. Webmonetizer.net, auch ein Spammer. Und jetzt ist es Ihre Aufgabe, dass Sie als Webseitenbetreiber alles rausfiltern, was Sie nicht kennen, beziehungsweise was in Ihrer normalen Umgebung im Internet nicht auf Sie zugekommen ist.
Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwo einen Backlink sich gekauft haben oder eine Anzeige gekauft haben, ist es ja ganz normal, dass von dieser Anzeige auch Verweise auf Ihre Webseite kommen. Die möchten Sie natürlich auch in Ihren Google Analytics darstellen lassen. Deswegen ist das Ihre Aufgabe, dass Sie selber hier einmal durchsehen, welche Webseiten oder ja, welche Quellen kennen Sie überhaupt oder welche sind hier wirklich auch für Sie relevant. Wenn Sie sich jetzt aber nicht sicher sind, welche Quellen sind hier tatsächlich für mich relevant oder haben mal bei einem Entscheidungsschwierigkeit, gibt es ein paar Möglichkeiten, wie Sie das auch noch anders überprüfen können. Die erste Möglichkeit ist, dass Sie einmal auf diese Webseite gehen. Zum Beispiel, wir machen jetzt Buttons for Website. Nehmen uns die Domain und öffnen die uns einmal. Wir werden hier direkt weitergeleitet. Das ist das Anzeichen 1 dafür, dass wir hier ein Spam haben. Anzeichen 2 auf dieser Website. Also ich persönlich kenne die nicht. Ich hatte noch nie was mit der zu tun. Das gibt mir schon mal das zweite Signal, dass das ein Spam ist. Und das dritte Signal ist, wenn man sich die metrischen Daten hier einmal anguckt. Wir haben knapp 600 Sitzungen und 100% davon sind neue Sitzungen. Ja, das ist fast unmöglich, kann man sagen. Und dabei war sogar jeder Besucher unter einer Sekunde auf meiner Seite. Da sieht man ganz deutlich, hierbei handelt es sich um einen Spammer. Weiter sind hier auch nur genau eine Sitzung pro Seite pro Sitzung aufgerufen worden. Diese Daten zeigen Ihnen, dass es sich hier um ein Spam handelt. Also immer wenn wirklich extreme Werte nach oben, nach unten hier in dieser Liste stehen, können Sie davon ausgehen, dass es sich um ein Spam handelt. Also nochmal zusammengefasst, Sie müssen hier diese Daten einmal durchgehen und sich eine Liste erstellen mit allen Quellen, also hier Quellen, die Sie auf der linken Seite sehen, die Sie ausschließen möchten. Und wie man diese Liste dann später anwendet, das sehen wir dann im Punkt 5 unter Kampagnenquellenfilter. Jetzt wissen Sie also, wie Sie den Spam erkennen können und man hat schon gesehen, was für verwirrende und nicht adäquate Leistungswerte oder Werte in den Google Analytics Daten überhaupt vorhanden sind. Klicken Sie oben, um zum nächsten Kapitel zu kommen.